Und. Oh. Bei dem, das ist eigentlich wie dieser kleine Bettler, den wir vorhin gesehen haben, nur statt Münzen will der mit Herzen bezahlt werden, aber zum einen finde ich, lohnt sich's nicht und zum anderen haben wir eh keine Bomben. Und noch ein Spielautomat. Der bringt uns nicht viel und ein paar eitrige Pusteln, die am Boden wachsen. Aber die spucken eigentlich nur Blut. Das ist jetzt nicht so tragisch. Oh, und wir haben überhaupt keine Bomben. Wir können nicht nach dem Geheimraum suchen und uns auch diese Schlüssel hier nicht holen. Obwohl, die Schlüssel bräuchten wir eh nicht. Also Schlüssel, an denen mangelt es ja jetzt nicht unbedingt. Würde ich sagen, vor allem... Ich weiß jetzt nicht, wie ist denn das? Weiß einer von euch vielleicht, was es mit diesem goldenen Schlüssel auf sich hat? Ich habe das Item jetzt noch nicht gehabt. Aber gut. Einer von euch wird das bestimmt erklären können. Ja, und das ist genau die Situation, die ich vorhin gemeint habe. Wenn die wirklich so überall im Raum hinkommen, dann können die richtig ekelhaft werden. Hier geht's jetzt noch, aber bei einer etwas verworreneren Raumaufteilung kann das richtig ekelhaft werden, gegen die zu kämpfen. Und schon wieder eine Slotmaschine. Mann, da soll man nicht glücksspielsüchtig werden. Oh. Ja, und nochmal eine Runde. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Gibt es jetzt eigentlich mit diesem Wrath of the Lamb sowas auch als Boss? Es gibt so ein paar Bosse, die einfach nur stärkere Versionen von normalen Gegnern sind. Das würde jetzt noch super passen, dass es da noch so einen Boss jetzt gäbe, der kommt. Wenn wir eh schon die ganze Zeit nur gegen diese Viecher kämpfen. Ja, das Gute ist, dass wir denen ja schon einen ziemlich beachtlichen Schaden machen. Von dem her ist das jetzt nicht so das Problem. Und wir gehen einfach mal hier rein und... Oh! Ja, das ist auch einer von den Zwischenbossen. Und zwar ist es so... Ja, der stiehlt uns einfach mal unser ganzes Geld. Diese Zwischenbosse, die... solche, die... Oh, Trollbombe, Trollbombe. Ja, die basieren auf den 7 Todsünden. Und das gerade eben, das war die Gier. Und da der jetzt hier ist, gibt es auf dieser Ebene keinen Shop. Dafür gibt es eine Menge Münzen. Aber, oh, wir haben da noch 2 Herzen, sehe ich gerade. Das ist ganz blöd. Aber dann schauen wir doch mal, ob wir uns vielleicht ein Herz erspielen können noch. Oder eben nicht. Ach, komm schon. Wenn wir jetzt Bomben hätten, könnten wir den Automaten wenigstens noch mehr Geld in die Luft jagen. Manchmal kommen da dann auch Herzen raus oder eben noch mehr Münzen. Aber ja, Herz, zumindest ein halbes. Ah, ach, das war jetzt ein Item. Jetzt fliegt hier noch so eine schwarze Fliege um unseren Kopf und macht Gegnern Schaden, die auf uns zukommen. Und ein Schlüssel, der bringt uns sehr viel. Und noch mehr Geld. Noch mehr Geld ist nie falsch. Und eine Bombe! Juhu. Und nicht. Komm schon. Und jetzt die letzte noch. Ja, hat sich doch gelohnt. So, jetzt haben wir eine Bombe, um den Geheimraum zu suchen. Ich hoffe einfach mal, er ist hier. Ja, da haben wir ihn auch schon. Und... Oh, das Item... Das ist ein richtig gutes Item, denn jetzt haben wir ein extra Leben. Normalerweise ist es in dem Spiel so, wir haben nur ein Leben und wenn wir sterben, müssen wir alles nochmal von vorne machen. Aber mit diesem kleinen Pilz, der überhaupt nicht an ein weltberühmtes Jump'n'Run erinnert, haben wir jetzt eine zweite Chance. Man sieht jetzt auch oben bei Live steht jetzt mal 2 und hier ist auch noch ein Herz. Damit sind wir auch schon wieder voll. Hat sich's doch gelohnt, dass wir uns doch noch alles angeguckt haben. Und wir gehen zum Boss und es ist Monstro 2. Ich habe gegen Monstro mal gekämpft. Monstro 2 weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber... Ey. Ja, fliegen. Fliegen, fliegen, fliegen. Warum müssen alle Bosse immer diese kleinen Minions beschwören? Als wären die nicht für sich... allein auch schon schlimm genug. Oh. Einfach mal Strahl in die Fresse. Warum nicht? Das Schlimme ist, der grinst auch noch so. So richtig, juhu, gleich mache ich dich alle und schon wieder auf denselben Trick reingefallen.
Der freut sich richtig, dass er uns umbringen kann. Ist doch schön, wenn man im Leben noch Grund zur Freude hat. Wir für unseren Teil wurden ja von unserer Mutter in den Keller verscheucht, weil sie uns umbringen wollte. Wobei man jetzt sagen muss, dieser Monstro 1, der lächelt noch niedlicher als dieser hier. Und ja, fang dich mal wieder. Der sieht schon wirklich ganz schön scary aus. Und da ist er auch schon besiegt. Und wir kriegen Jesus Juice, Range und Tears ab. Ja. So weit, so gut. Jetzt geht's in die letzte Ebene. Und wieder ein Albtraum und oh. Ja, so gut kann es natürlich nicht ausgehen. Und oh. Jetzt haben wir natürlich auch noch den Saft hier am Mund kleben. Jetzt sieht es natürlich noch viel besser aus. Ja, das ist der neue Trend der Saison. Hörner und blutige Augen und verschmierter Saft. Das muss so sein. Und da unten haben wir jetzt wieder so einen Raum. Hm. Ja, doch, wir riskieren es jetzt mal. Da gibt's schon oft richtig brauchbare Sachen. Hier Pillen zum Beispiel. Hellstone, ja, die werden wir benutzen. Und Bombs Archie. Ja. Genau das brauchen wir. Ist ja nicht so, dass andersrum jetzt gerade praktischer wäre. Hat sich total gelohnt. Und okay, was ist das? Space to use. Bob's Rotten Head. Ah, jetzt haben wir... Es wurde aber auch mal Zeit. Ja, jetzt haben wir noch so ein Item gekriegt, das man mit der Leertaste benutzen kann. Und oh, wir verlieren 2 Herzen. Und ich weiß zwar nicht, was es bewirkt, aber die sind meistens schon recht praktisch. Und oh nein. Wir benutzen es gleich mal. Ach, das ist so eine Bombe, die man schmeißen kann. Oh, das hätte jetzt ins Auge gehen können. Okay, aber diese Zwischenbosse, die scheinen zu gehen. Oh, ja, Fliegen. Ein paar Fliegenhusten. Und diese schwarzen Riesenfliegen, die explodieren. Genauso. Und ja, ganz toll. Die wäre vielleicht jetzt ganz praktisch gewesen. Statt dieser Bombs. Ah, was ist das? Oh Gott, was ist das? Was ist das? Was bist du? Oh, 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 oh. Eieieiei. Okay, wir sterben gleich. Ich komme nicht aus der Ecke raus. Wir werden... Ja, wir sind tot, aber wir haben zum Glück unseren Pilz, den ich jetzt eigentlich gern für den Boss aufbewahrt hätte. Aber wer sich blöd anstellt, der muss dafür bestraft werden. Zumindest in diesem Spiel. So. Ui. Greifen wir einfach mal Herzen an. Bei den Masken habe ich irgendwie das Gefühl, machen wir keinen Schaden. Vielleicht hängen die irgendwie zusammen, weil es 3 Herzen sind und 3 Masken. Ah ja, hat geklappt. Wunderbar. Und ach, diese Herzen scheinen anscheinend auch Gegner zu sein, die man berühren kann. Gut, dann... Ach, wir haben diesen goldenen Schlüssel nicht mehr, aber wir haben unsere 99 noch. Okay, was haben wir hier? IP-Tech Explosive Shots. Ach, jetzt haben wir diese grünen Schüsse. Okay. Okay, oh. Das ist aber, wenn der Gegner direkt vor einem steht, jetzt glaube ich nicht. So praktisch kann man da irgendwie, vielleicht wenn man nur ganz kurz antippt. Nö, fliegt genauso weit. Oh, okay. Aber wenn das... gut, hoffen wir mal das Beste. Hier haben wir auf jeden Fall ein Herz, falls wir Schaden bekommen. Und an die Pille, um an die ranzukommen, müssten wir fliegen können. Vielleicht kriegen wir ja dann noch ein entsprechendes Item. Und was haben wir hier? Oh. Ja. Einfach mal diese Bombensteller selbst in die Luft gejagt. Und oh, der hat uns auch gleich noch freundlicherweise den Geheimraum geöffnet. Hm, aber so schlecht finde ich diese explodierenden jetzt nicht. Oh, Trollbombe. Oh. Da unten natürlich Trollalalala. Trollalalala. Ja, und oh. 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 Sehr schön. Kann ich den jetzt auch aufspringen? Ha, sehr gut.